Hallo liebe MOBA-Freunde, ich begrüße euch alle recht herzlich auf meinem Kanal How is MOBA alles von oben? Heute möchte ich euch mal vorstellen und zeigen, wie man eine Messstrecke macht, um die Loks einmessen. Viele machen das ja auf der Anlage, suchen sich irgendwo 2 Meter oder sowas, was man braucht. Eine gerade Strecke, das ist oft schwierig. Ich mache es einfacher. Ich habe praktisch eine Messstrecke bei mir vorne am Rahmen, wo meine Eco steht, einfach draufgeschraubt. Und das werde ich euch zeigen, wie ich das gemacht habe und wie man es einstellt und von den Kabeln, wie man es anschließen tut. Und auch habe ich an diese Messstrecke habe ich dann auch meine Programmiergleis gelegt. Das ist eine ganz feine Sache jetzt, was ich da gemacht habe und das möchte ich jetzt euch vorstellen und dann auch zeigen, wie man es anlegen tut am Computer, am Programm von WinDigiPad 2015. Die Lok, was ich nehmen wird zum Einmessen, habe ich gestern bekommen von Minitrix, das neue Krokodil mit Sound. Ich muss sagen, einfach Sahne. Super sieht es aus und die Detailsklasse, ich habe schon mal den Sound ein bisschen angehört und einmal fahren lassen, ganz klasse. Und was gut ist, die Lok ist auch schwer jetzt. Das haben sie gut gemacht. Das muss ich sagen, Minitrix, da habt ihr mal wieder eine gute Idee gehabt. Und es ist auch wichtig, die Loks ein bisschen schwerer zu machen, wegen der Zugkraft. So, und jetzt würde ich sagen, wir fangen an. So, das ist jetzt mein Programmiergleis. Da habe ich ein Stückchen mit 30 cm. Und das habe ich dann verbunden mit der Lok-Einmessstrecke. Zeige ich es mal. Dahinter ist genau nochmal das gleiche Programmiergleis, auch mit 30 cm. Das heißt also, wenn ich die Loks programmiere, dann kann ich die hin und her fahren. Die ganze Schienenlänge ist etwa 2,30 Meter. Also Programmiergleis und die Lokmessstrecke. Ihr seht, ich habe das in der Frontseite, wo auch meine Eco steht hier. Habe ich das hingeschraubt, so eine Leiste, da braucht ihr bloß einfach Winkel machen und dann fangen wir hinschrauben. Das Gute ist halt, wenn das vorne ist bei der Zentrale, man hat seine eigene Strecke, man muss nicht immer in die Anlage rein und es bietet sich auch an. Jeder hat ja in seiner Anlage praktisch seine Rahmen und da wird er irgendwo mal 2 Meter oder 2,50 haben, um das anschrauben. Zum Anschluss vom Programmiergleis, hier seht ihr das Kabel, das ist auch praktisch der erste Stecker an der Eco hinten, wenn man von hinten schaut, links. Da macht das Kabel hin und dann zieht er das hier auf dem Programmiergleis. Und dann macht er das gleiche auf dem anderen Programmiergleis. So, und der Anschluss für die Messstrecke. Einmal Plus und Minus. Das Pluskabel, da fährt er jetzt praktisch zum Detektor, zum Rückmeldedetektor. Den habe ich ja von ESU. Also ich sage jetzt mal Nummer 1 wäre frei, dann macht er dann das Kabel in die Nummer 1 rein. So, bei der Messstrecke, das ist praktisch die Nummer 2, hier die 60 cm lange Hauskabel hin und dann auch wieder in der Detektor zum Beispiel dann Nummer 2 anschließen. Und das gleiche dann, Nummer 3 auch an den Detektor fahren. Und dann der dritte Ausgang. Ihr könnt es auch, wenn ihr zum Beispiel schon ein paar Detektor liegen habt und es geht weiter mit 24, 25, 26 oder 50, also 50, 52. Ist eigentlich egal. Halt aufschreiben, dass ihr wisst, was ihr für Nummern habt, weil nachher beim Eintragen im Programm. Und die Masse, die Minus,
Auch wieder anschließen, ihr habt das jedes Mal ein Kabel nur gemacht pro Trennung. Das heißt also, ihr habt drei Pluskabel und drei Minuskabel gemacht. Und ihr müsst da das Minuskabel vom Fahrstrom, also von der Anlage nehmen, und das Minuskabel müsst ihr auch nehmen vom Programmiergleis. Und jetzt wollen wir mal die Loks oder die Lok einmessen. Und zuerst werden wir die Geschwindigkeit einstellen von der Lok. Wir gehen jetzt auf die Extras, klicken und dann runter. Hier Geschwindigkeit einmessen. Drücken wir drauf. So, dann erscheint diese Geschwindigkeitsmessung, dieses Bild. Als erstes müssen wir hier die Länge von eurer Messstrecke eintragen. Bei mir sind es 170 cm. Also das war das Teil 1, die Nummer 1 mit einer 55,5. Und dann kam die reine Messstrecke, die 60. Und dann nochmals die 55,5. Das ergibt 170 cm. Hier eintragen. So, und dann ist hier Startkontakt. Ich habe zum Beispiel, bei mir ist der Startkontakt 10, also der Rückmeldekontakt vom Decoder, vom Detektor, so muss ich sagen, vom Detektor ist 10, 11, 12 habe ich da. Und mir, ich habe ja vorher gezeigt, 1, 2 und 3. Das würde jetzt heißen, wir stellen jetzt hier, also ich stelle jetzt mal hier halt ein, würde jetzt hier 1 bis 2, bis 3 vielmehr so. 1 bis 3 wäre jetzt meine Kontakte. So, jetzt muss ich aber wieder hochfahren, sonst funktioniert es nicht. 10, 12. Das sind jetzt meine Kontakte. So, die Lok steht jetzt auf dem Startpunkt und bei mir wird immer gemessen von links nach rechts. Weil hier ist ja praktisch dann der Block 1, 2 und 3. Jetzt drückt man wieder Start. Also ich drehe dann voll auf einen Schlag. Dann kommt die Lok. Und dann wird hier gemessen. Und dann muss man abbremsen. Das sieht ein bisschen langsam aus, aber ich glaube, ich lasse das jetzt einmal so. Und jetzt gehen wir zum die Lok einmessen. Und es geht wie folgt. So, jetzt drücken wir wieder Extras. Lokomotiven einmessen. Da drücken wir. Und dann erscheint dieses Bild. Bevor wir messen können, müssen wir jetzt natürlich die Kontakte eintragen. Strecke A. 0. Das ist praktisch bei mir jetzt dieser Programmiergleis. Da braucht man auch kein separates Kabel legen an der Detektor. Dann kommt als erstes die Strecke B. Da müsst ihr jetzt, vorhin haben wir ja gesagt, wir legen es auf 1 an, dann müsst ihr jetzt hier 1 eintragen. Aber ich habe ja die Nummer 10, das ist bei mir der Start. Da schreibt man hier 10 rein. Die Strecke C. Das ist die Messstrecke dann. Das ist dann der Kontakt 11 bei mir. Also beim anderen wäre es dann die 2 gewesen. Und die Strecke D, das ist dann wieder der Anhalte. Ja, der Bremskontakt. Das ist dann die Nummer 12. Oder wie vorhin gesagt, die Nummer 3. So, und dann hier die Streckenlänge C. Das heißt also, die Streckenlänge C, das ist immer die Messstrecke, wo dann das Ganze gemessen wird. Und die ist ja bei mir 60 cm. Das ist ja diese Strecke hier C. Mit dem Kontakt 11. So, und die ist 60 cm bei mir. Und dann schreibt er hier 60 cm rein. Als nächstes müsst ihr dann aussuchen, was für eine Messkurveform ihr machen möchtet. Die Drehpunkt. Oder hier drauf drücken, dann kommt der 15 Punkt. Die 15 Punkt ist halt genauer, dauert halt länger, aber
Das ist zum Empfehlen. Also 15 Punkte. Hier Komplettmessung. Lassen wir auf komplett. Und dann ein Durchgang. Viele machen dann auch zwei, drei Durchgänge, aber das dauert dann unwahrscheinlich lang. Ich habe es bis jetzt immer mit einem Durchgang gemacht. Und ja, es funktioniert. Jetzt kriegt man da wieder drauf. Lokomotive. Hier, BE 68, da muss ich halt noch umstellen, dann der Name auf GroKo. Ja, jetzt haben wir alles eingetragen. Lokomotive haben wir. Hier ist Krokodilsbild. Die Messkurveform 15 Punkte. Komplettmessung. Pause bei Winde, also 2 Sekunden habe ich da eingestellt. Dass immer 2 Sekunden wartet, bis er wieder zurückfährt. So, und jetzt können wir praktisch starten. Dann drücken wir hier auf Start. Und dann läuft es. Und dann erscheint hier da unten. Hier. Messung scharf. Jetzt fährt die Lok auf kleinster Stufe. Das ist halt immer das Problem, dass sie ab und zu stehen bleiben bei so einer Langsamfahrt. Also ich mache meistens bei den unteren Fahrstufen, ich schiebe sie immer fast vor bis in Kontakt. So, und jetzt geht's los mit Messer. Und das zeige ich jetzt euch hier. Ich fahre mal rüber. Jetzt läuft da unten, seht ihr das, die Zeit. Ja, und so tuckert es jetzt über die Messstrecke. Ist halt langwierig. Die nächste Messung, jetzt sieht man schon besser, dass es schneller wird. Und dann wendet sie wieder. Macht sie die Rückfahrt. Was haben wir jetzt? 28 Stundenkilometer. Fährt sie wieder auf der Programmiergleis und wendet. Das war jetzt 28 Stundenkilometer und 30 Stundenkilometer. Also fast identisch. Jetzt geht es einfach schneller. Was haben wir? 34. So, jetzt ist die letzte Messung. Punkt 15. Da sprengt sie. Die gehen wir jetzt voll mitfahren. Und da wird jetzt abbremset, damit sie nicht hinter voll drauf fährt auf die Mauer sozusagen, aber ich habe da einen Schaumstoff hinten gemacht, da kann nichts passieren. Und die letzte Rückfahrt. So, jetzt fährt sie auf der Programmiergleis und die Messung ist vollendet. So, die Messung ist beendet. Man sieht jetzt hier, also das gefällt mir noch nicht ganz. Ich werde es noch morgen irgendwann mal nochmal nachmessen, nochmal durchmessen. Aber man kann jetzt auch hergehen, die einzelnen Punkte, die was da ein bisschen so komisch sind, die kann man einzeln messen. Und da braucht ihr praktisch hier beim Messumfang draufdrücken, Einzelpunkt anklicken. So, jetzt kann man hier aufmachen. Da seht ihr Punkt 0, 1, 2 bis 15. Jetzt kann ich das Häkel hinmachen, dass er 0 misst. Runterfahren. 0. Und ja, der 1 auch gleich mitmachen. 1, 0 und 1. Und was ist das? 1, 2, 3, 4, 5. Und der 6. noch. So, jetzt haben wir praktisch das angeklickt. Und dann können wir jetzt wieder auf Start drücken. Und dann werden die einzelnen Punkte nochmal nachgemessen. Und dann kann es sein, dass die Kurve dann passt. Das drücke ich mal auf Start und lasse nochmal laufen. So, ich hoffe, dass ich euch ein wenig erklären kann, wie das Ganze funktioniert mit dem Messen. So, liebe Freunde, das war's für heute. Und ich darf mich jetzt verabschieden und nochmal bedanken. Ich sage Tschüss, euer Howie.